Medizin mit Denise Wenzel. Hallo zu Ihrem Gesundheitsmagazin BW Medizin und das sind heute unsere Themen. Moderne Kardiologie. Wir zeigen Ihnen, wie der Herzinfarkt seinen Schrecken verliert und begrüßen dazu im weiteren Verlauf der Sendung den ärztlichen Direktor der Kardiologie des Universitätsklinikums Tübingens, Professor Meinrad Gawatz. Und jetzt gleich geht es bei uns um Osteopathie. Wie wirkt diese Heilkunde? Wo kommt sie her? Und vor allem, was kann sie? Und dazu begrüße ich ganz herzlich hier im Studio Jean-Pierre Bess. Sie sind selbst Osteopath, haben eine Praxis und sind auch im Verband der Osteopathen Deutschlands. Ganz genau. Ganz herzlich willkommen. Ja, Osteopathie, man hat so das Gefühl, es boomt ein bisschen. Es war vor wenigen Jahren noch nicht so bekannt wie heute. Es ist auch durch die Medien wahrscheinlich ein bisschen bekannter geworden. Die Menschen suchen wohl so eine Heilkunde. Und warum suchen die sowas? Also was genau macht die Osteopathie? Die Osteopathie ist sicherlich eine gute Alternative. Vielleicht, weil der Osteopath versucht, das Problem immer ganzheitlich zu betrachten. Der Osteopath hat auch ein bisschen Zeit für seinen Patient. Also man findet ihn in der Regel so 30 Minuten bis eine Stunde für eine Sitzung, sodass der Patient auch die Möglichkeit hat, auch einiges mehr zu erzählen. Und wenn vielleicht so viele Patienten zum Osteopath kommen, das ist vielleicht, weil die Probleme, die man haben kann, die Beschwerden, die man haben kann, auch wenn sie an einer bestimmten Stelle des Körpers auftreten, wenn nur Spezialisten auf diesen Problem gucken und an der Stelle nichts finden, wird meistens nicht mehr viel angeboten für den Patienten. Und doch, wenn die Leiden bleiben, dann muss der Patient nach einer Alternative suchen. Und diese Möglichkeit der Beschwerden, was aufgetreten oder die aufgetreten sind, vielleicht ganz woanders im Körper herkommen kann. Also das klingt bestimmt jetzt für viele Zuschauer spannend. Sie haben Zeit, Sie gehen auf den Patienten ein und Sie können da ansetzen, wo vielleicht andere schon aufhören müssen mit ihrer Therapie. Das heißt, was genau behandeln Sie und wie behandeln Sie das? Der Osteopath behandelt nur mit seinen Händen. Die Hände benutzen wir, um eine Diagnostik zu machen, eine osteopathische Diagnostik. Und mit den Händen behandeln wir ebenso. Und man muss natürlich dann diese Hand schulen und das dauert Jahre. Und was natürlich eine Grundvoraussetzung ist, ist, dass man sehr gute Kenntnisse hat vom Körper, von der Physiologie, von der Anatomie und so weiter. Das heißt, müssen Sie medizinische Ausbildung auch machen oder wie kann man das werden? Also prinzipiell ist es so, dass wir in Europa berufsbegleitend die Möglichkeit haben, zu diesem Beruf zu kommen, in dem es dann Schulen gibt, die für sowohl Physiotherapeuten, Mediziner und hier in Deutschland Heilpraktiker berufsbegleitend 5 Jahre lang ihre Ausbildung dann. 5 Jahre? 5 Jahre lang, ja. Das war früher sogar 6 Jahre, jetzt ist es so 5 Jahre geschrumpft. Und man hat also die Möglichkeit, seine Kenntnisse des Menschen zu vertiefen in dem Moment und natürlich durch viele Palpationsübungen einfach diese Fähigkeit der Hand dann zu lernen, um das zu nutzen im Sinne des Patienten und seiner Heilung. Was müssen Sie dann alles lernen, die ganze Anatomie, die ganzen Ja, also Funktionen? Die Grundvoraussetzung, wie gesagt, ist, dass man schon von der medizinischen Branche kommt als Physiotherapeut. Meistens in den Klassen sind meistens Physiotherapeuten, die da sitzen. Und die Kenntnisse werden in Anatomie sehr vertieft. Das war auch der Wunsch von dem Gründer der Osteopathie, der Dr. Steele, der selber Mediziner war in den USA in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und er war schon damals der Meinung, dass die meisten Mediziner zu wenig Anatomiekenntnisse besitzen. Und er hat gemerkt, alles steht in Relation. Und man sollte nicht zu sehr diese Teile des Körpers sehen, sondern immer wieder diese Ganzheit. Jetzt zeigen Sie mal Ihre Hände. Das sind also diese besonderen Hände, die Sie auch ausbilden und schulen und damit Ihre Fähigkeiten auch anwenden können. Ja. Ist das irgendwie Hokuspokus oder ist das wissenschaftlich? Was da gemacht wird. Wissenschaftlich ist es sehr schwer zu belegen. Deswegen haben wir auch Probleme, eine Anerkennung der Osteopathie zu bekommen. Und es gibt zwar, wenn man seine 5 Jahre in der Schule absolviert hat, zum Schluss hat man dann Prüfung und es gibt eine Arbeit zu schreiben. Man versucht immer mehr, richtige, schöne wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Es ist aber sehr, sehr schwer. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es die Kassen noch ganz nicht bezahlen genau. Oder wahrscheinlich nur nach einzelner Verhandlung, sondern muss alles noch privat bezahlt werden.
Wie ist es denn? Also wenn ich jetzt ein Leiden habe, zum Beispiel ich leide schon immer an Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen, die immer chronisch auftauchen oder damit verbunden Nasennebenhöhlenentzündung. Das sind ja alles Dinge, wenn man mal so eine Krankheit hat, dann kommen die ja gerne im Turnus von quartalsmäßig, halbjährlich wieder. Und viele Zuschauer kennen das bestimmt auch. Also jeder hat so sein spezielles Leiden. Das kann aber auch die chronischen Halsschmerzen sein. Das kann aber auch der dicke Fuß sein oder sowas. Genau. Im Badischen wohlgemerkt, der Fuß ist von hier, von der Hüfte bis da runter. Ja, ne? Das habe ich auch lernen müssen. Ja. Wie genau machen Sie das dann? Also nehmen wir an, ich komme jetzt zu Ihnen montags in eine Sprechstunde, ich habe einen Termin. Was machen Sie mit mir, wenn ich jetzt sage, ich habe ständig eine Nasennebenhöhlenentzündung? Also egal, welches Leiden Sie mitbringen, der Osteopath wird Sie von Kopf bis Fuß erstmal untersuchen. Und man versucht mit seinen Händen herauszufinden, was ist in diesem Körper nicht im Gleichgewicht. Weil wenn Sie ein Problem haben, was dauerhaft bleibt, das bedeutet, dass der Körper nicht damit dann seine Regulierungskräfte dann in Gang setzen kann. Das dann ist diese Dysbalance. Genau, ne? Die Dysbalance bleibt. Also irgendwo fällt diese Regulierung. Der Körper kann sich nicht mehr selber regulieren. Was steckt dahinter? Sind das mehrere Sachen, mehrere Komponenten meistens, ja. Und man findet eben Verspannungen im Körper, die ja, diese Dysfunktion dann beheben können, ja, dann, ne? Ja, also diese. Oder wieder ins Gleichgewicht rücken können, ne? Ja, das ist die Aufgabe, diese Dysfunktion zu finden. Wo sind die Verspannungen, wo sind die Stauungen? Spielt vielleicht eine alte Narbe eine Rolle? Oder wie Sie sagten, am Fuß ist da vielleicht eine alte Fußverletzung, die jahrelang ein gutes Gleichgewicht gefunden hatte, aber doch die Problematik, die noch da war und in der Balance gehalten war, auf einmal nicht mehr in Balance gehalten wird. Wie machen Sie das dann, wenn Sie feststellen, es ist eine alte Narbe oder irgendwas vom Knochenskelett, was schief steht oder sowas, was dann sowas auslöst, einen dauerhaften Kopfschmerz oder sowas? Wie rücken Sie das wieder hin? Weil Sie renken ja nicht ein. Es ist ja wirklich so, Sie bringen ja irgendwie durch dieses Handauflegen, nenne ich es jetzt mal, das Gewebe wieder in die richtige Position. Ne? Also der Osteopath kann auch einrenken. Chirotherapie ist auch ein Teil von der Osteopathie. Der Dr. Steele damals hat auch schon eingerenkt. Und das ist immer noch ein Teil von unserem Curriculum. Und das nennt man direkte Arbeit. Also es gehört zu direkten Techniken, wo der Therapeut eigentlich dann korrigiert, dann was im Patient als dysfunktional dann angesehen wird. Aber man hat die Möglichkeit, auch indirekt zu arbeiten. Und die Tatsache ist, wenn man so arbeitet, das sieht nach wenig aus. Wie eben Hand auflegen. Aber man versucht indirekt, das bedeutet, man geht in den Körper hinein mit ganz wenig Druck und man versucht, in die Dysfunktion noch mehr zu gehen, also in die Leichtigkeit. Deswegen ist es auch dann mit ein bisschen Hand auflegen schon so weit. Und in dieser Leichtigkeit kann man doch im Körper einiges auslösen in Richtung Genesung. Das klingt sehr, sehr spannend. Wie finde ich einen guten Osteopathen, wenn mich sowas interessiert, wenn ich ein dauerhaftes chronisches Leiden habe oder einfach mal jemanden brauche, der danach schaut? Ja, das ist ein bisschen problematisch. Dadurch, dass wir akademisch keine Anerkennung bekommen haben, das ist eben, weil immer noch in dieser Osteopathiewelt dann einfach die ganzen Osteopathenverbände noch nicht richtig die einheitlichen Richtlinien, die dafür dann nötig wären, dann gefunden haben. Und ja, weil es eben auch boomt, weil diese Alternativmedizin doch gezeigt hat, dass es auch sehr wirkungsvoll sein kann, gibt es innerhalb der Osteopathiewelt viele, die bemerkt haben, es ist auch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und man hat auch teilweise die Osteopathie in ihrem Konzept, in ihrer Einheit so gesplittert, bestimmte Teile als zum Beispiel Kraniosakraltherapie verkauft. Und man hat die Möglichkeit, als Therapeut im Kurse zu besuchen, wo man nur einen Teil der Osteopathie lernt. Das heißt, dann hat man nicht diese fünfjährige Ausbildung, sondern man hat nur so Teilbereiche. So ist das heißt, am besten ist auf Empfehlungen hören, sich umschauen oder vielleicht vom Verband der Osteopathen auch. Genau, der Verband ist eine sehr gute Adresse. Da werden Liste geführt, wo man dann eben einen Therapeut finden kann in der Nähe, wo man wohnt. Und wenigstens hat dieser Osteopath eine fundierte Basis. Und was ein bisschen schade ist in Deutschland, man hat die Möglichkeit als Osteopath, dadurch, dass der Beruf als Osteopath nicht anerkannt ist, aber die osteopathische Medizin doch. Die Medizin darf dann angewandt werden, wenn man Arzt ist oder Heilpraktiker. Und unter der Heilpraktiker hat man eine gute Möglichkeit, dann zu arbeiten. Das ist
auf diese Weise gesehen sehr, sehr praktisch für uns. Okay, also es gibt auch Mediziner und Heilpraktiker, die als Osteopathen arbeiten. Ganz genau. Und man findet aber sehr viele Physiotherapeuten, die auch Osteopathie anwenden. Und ja, das ist immer noch eine graue Zone. Auf jeden Fall sollte man dann sich erkundigen, ganz genau, wie dieser, wenn Physiotherapeut, wie genau dieser Therapeut dann seine Ausbildung gemacht hat. Vielen Dank, Herr West, für die spannenden Einblicke in die Welt der Osteopathie. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.